Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher von R1, zu einer Sondersendung von RE Aktuell. Und zwar sind wir hier in Reute, heute Bezirkserntedankfest. Und wir sind super aufgestellt, liebe Zuseher, heute endlich wieder Gabi und ich. Gabi, freust du dich auch so? Ja, mega. Endlich. Es ist jetzt Zeit geworden nach der langen, langen Pause. Nach 5 Jahren endlich wieder ein super Umzug. Die Jugendbauernschaft und die ganzen Trachtengruppen sind dabei. Du warst ungefähr wie viele Gruppen, oder? Über 20 Gruppen sind es und wie du siehst, Trachtengruppen, Musikkapelle ist dabei und eben ganz viel Landjugend und Jungbauern. Ja, unter dem Zeichen des Bergherbstes sind wir endlich wieder da und man sieht am Gesichtsausdruck von der Gabi, sie ist sehr entspannt. Es ist kein Krampusumzug. Der war gut. Du, keine Krampusse, dafür viele motivierte junge Leute. Schauen wir uns gemeinsam an. Und du moderierst heute von der Gemeinde weg, ich misch mich und das Fußvolk. Festbisch. Du? Ja, extra. Ja. Aufbrezelt genau. Für euch, liebe Zuseher. Also, da die sagen, viel Spaß, oder? Genau. Bezirksleiterin Stellvertreter Anna-Maria Danglas-Binswang bei mir jetzt da. Anna-Maria, wie geht's dir heute? Ja, ein bisschen müde vom ganzen Aufbau und Herrichten, aber sonst, ich freue mich schon voll. Ich finde es super cool, dass es jetzt endlich stattfinden kann und das wird sicher ein super Umzug. Ja, es hat jetzt ja 5 Jahre Corona-bedingt, haben wir pausieren müssen. Du bist ganz gut organisiert, da ein Funk, das Handy geht immer alle. Fünf Sekunden. Du bist da oben verbunden am Start, oder? Wo die losgehen? Genau, ich bin verbunden mit der Sarah Eber, die managt das alles am Start und wenn wir irgendwelche Rückfragen haben und so, dann können wir uns halt gleich kurz schließen. Ja, und du bist jetzt während des Umzuges bei mir oben. Wir zwar kündigen da die Gruppen an, oder? Genau, so machen wir das. Hast du da im Vorfeld natürlich eine Planung erfordert, das Ganze viel geplant? Ja, schon. Also wir haben unzählige Stunden damit verbracht, eben das Ganze zum Planen und herzurichten, dass das alles auch einen reibungslosen Ablauf hat. Und die Kommunikation mit den einzelnen Ortsgruppen funktioniert gut, oder? Ja, voll gut. Also kann man nichts sagen. Die sind alle immer da, wenn man sie braucht. Also da sind wir ganz stolz drauf. Ja, danke, dass du heim bei mir bist, mich in deinem Stich lässt. Ich freue mich und ich würde sagen, lass uns losgehen. So ist es. Ich freue mich auch. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Einheimische, hier in Reute, hier zum Bezirkserntedankfest bzw. Umzug. Ja, ein tolles Wetter haben wir bestellt und das haben wir auch bekommen. Und da sind wir natürlich froh, dass wir nach 5-jähriger Pause diesen Umzug wieder durchführen können. Es freut mich, dass so ein Haufen Leute hier sind. Ich möchte auch ganz recht herzlich alle begrüßen auf der Ehrentribüne Vertreter von der Landespolitik, von der Bundespolitik, vom Bauernbund. Da werden wir dann später näher drauf eingehen, denn meine Moderation hier wird direkt auch an RE1 übertragen. Das heißt, es kann sich dann jeder am nächsten Mittwoch in einer Sondersendung diesen Umzug noch einmal genauer anschauen. Ja, liebe Zuseher, Reute hat geerntet und Reute dankt, Ernte dankt im Zeichen der Tradition, im Zeichen des Brauchtums, im Zeichen des Bergherbsts außer Fern. Ja, freuen wir uns auf die ganzen Ortsgruppen, auf die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die was hier bei diesem Umzug mitmachen, mitwirken. Das ist ja nicht nur der Umzug selber, denn es braucht auch eine längere Vorbereitungszeit. Und warum? Das ist ganz einfach, wenn wir uns dann die schön geschmückten Wegen alle anschauen, mit wie viel Liebe und Detail das Ganze gemacht worden ist. Ja, da sprechen die Bilder dann für sich. Für mich heute ganz, ganz fein, meine Kollegin, die Gabi, macht es unten mit den ganzen Interviews, das heißt, ich kann da bleiben und das ganze Geschehen von hier oben betrachten, moderieren. Gabi, bist du bereit? Jawohl. Du, ich freue mich jetzt schon total und schau mal vor, Kirche, es geht los. Es geht los und zwar kommen die ganzen Bezirksfahnen
aus den anderen Bezirken. Es sind ja nicht nur Teilnehmer innerhalb des Bezirkes hier, sondern auch Fahnenabordnung von allen anderen Bezirken. Und ja, Gabi, wenn dir einer in die Hände fällt, dann schnappst du ihn gleich und machst ein ganz tolles Interview. Und wir, liebe Zuseher hier, begrüßen die Eröffnung des Umzuges mal mit einem riesen Applaus. Die Würle Janine und der Wild Jörg, die Chefs der Landjugend und Jungbauernschaft des Bezirkes Reute mit ihren wunderschönen Fahnen. Das ist ja ein Bild mit dem Hintergrund Herbst. Goldener Herbsttag heute hier in Reute. Und wir heißen euch alle recht herzlich willkommen. Grüß euch. Ja, man hört es nicht nur am Klatschen der Leute, dass auch die Musikkapelle hier vertreten ist. Und wenn wir heute schon ein bisschen ein Taktgefühl haben, dann können wir gleich mitklatschen und die Musikkapelle unterstützen. Ist immer fein, wenn da jeder Zuseher dabei ist. Ja, die Jugend ist die Zukunft, haben wir gerade gelesen auf einer Fahne. Genauso ist es. Und wenn wir uns das anschauen, dann brauchen wir uns über die Zukunft, ja, kein Problem, keine Probleme machen. Die Zukunft in Bezug auf Tradition und Brauchtum ist in Tirol hoffentlich gesichert. So, liebe Zuseher, jetzt alle klatschen wir im Takt und begrüßen die Bürgermusikkapelle Reute mit Obmann Karl-Heinz Scheiber. Herzlich willkommen! Und ebenfalls ein herzliches Grüß Gott der Schützenkompanie Reute. Allen voran mit Walter Tiefenbrunn. Herzlich willkommen, grüß den Kmander. Ronald, wir sehen heute einen wunderschönen Umzug. Was bedeutet das für die Region Reute? Bedeutet sehr viel. Der Bergherbst in der Naturparkregion Reute ist die Zeit des Dankens, des Innehaltens. Und das haben wir heute mal in einem besonderen Format gefeiert mit einem Erntedankumzug mit 22 Festwegen aus der Region, mit Fahnenträgern aus den Nachbarbezirken. Also eine wunderschöne Veranstaltung, die im Zentrum des Bezirkes, im Zentrum des Ortes stattfindet und ganz besonders auf das referenziert, nämlich die Bergherbstzeit in der Naturparkregion Reute. Und ich denke, du siehst es genauso, die Jungbauern sind sehr wichtig für uns, für unser Leben und auch für alle Feste. Sie veranstalten recht viel.
Definitiv, das ist unabdingbar. Die Landjugendgruppen sind die Speerspitze, wenn man so sagen kann, der bäuerlichen Jugend im Bezirk. Und ohne Landwirtschaft gibt es keinen Tourismus. Und es ist gut, wenn man die Landwirtschaft auch sieht. Und hier in Amantirang-Umzug kommt dieses ganze Leben, diese ganze Identifikation mit der Region einfach zum Tragen. Und das ist einfach wunderbar, wenn man das dann gemeinsam feiern kann, gemeinsam Danke sagen kann und das dann wirklich würdiger, sage mal, Höhepunkt in der Parkhauszeit der Naturparkregion Reute ist. Jetzt wirst du vermutlich auch ins Zelt gehen, ein bisschen feiern? Ja, lasse ich mir nicht entgehen. Natürlich diese Stimmung, diese Feier, die gehört auch dazu und ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ja, in ganz Europa bekannt als schönstes Hochtal der Welt, die Ortsgruppe Tannheim mit einem toll geschmückten Wagen, sogar die Kirche in Miniaturausführung nachgestellt, nachgebaut. Und wie gesagt, das Ganze hat natürlich auch immer einen religiösen Hintergrund, der auch in der Tradition einen Platz hat. Man sagt bei der Ernte zuerst bitte und zum Schluss eben Danke. Und das stellt sich ja ganz hervorragend dar, liebe Ortsgruppe aus Tannheim. Ich bin der Luis Müller, bin der Obmann Stellvertreter für die Jungbauern Tannheim. Das ist jetzt Rausschuss und Mitglieder. Wir sind mit 20 Leuten da in Reute beim Erntedankumzug und ja, hat richtig Spaß gemacht, da mitmachen. Und du bist die? Ich bin die Annalena Zoller und ich bin die Obfrau Stellvertreterin, weil ich so Obfrau heute arbeiten muss. Die haben auch einen schönen Wagen da. Was präsentiert ihr? Genau, also wir haben die Kirche von Tannheim und die haben mir gebaut. Die haben wir schon länger da. Also die hat man erst restauriert und wir sind ungefähr 5 Abend Tragwerker mit Bauern und wir haben alle zusammengeholfen natürlich. Und ja, eigentlich bei der Landjugend dabei sein ist halt voll cool, weil man macht vieles zusammen und man merkt halt, dass Teamarbeit voll wichtig ist. Das heißt, ihr seid eine aktive Ortsgruppe und werdet da andere Sachen organisieren? Ja, wir haben jetzt erst Alpfahrt organisiert. Und da auch mit der Ballkomplikationen haben wir es eigentlich, glaube ich, recht gut hingebracht. Und ja. Herzlich willkommen, liebe Jungbauernschaft und Landjugend Heiterwang! Wir stellen einen wunderschönen Erntedankumzug. Wie gefällt er dir und was bedeutet es für uns, für die Region und für die Jungbauern Landjugend? Ja, zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Freut mich, dass ich mit der Jungs mich da ein bisschen austauschen kann, mitten im Erntedankumzug des Bezirkes Reute. Ich glaube, wir sehen alle miteinander sehr farbenprächtige, gut aufbereitete Erntedankwege, Umzüge, alte Traktoren und so weiter. Und vor allem das Wichtigste ist, eine begeisterte Landjugend, Bäuerinnen wie Bauern der Zukunft, das ist aus der Ferne und sind wir glücklich, dass wir sowas haben bei uns. Wir haben heute gesehen, es gibt viel Nachwuchs, es sind schon ganz kleine mit dabei gewesen. Man sieht, es stirbt nicht aus, also es hat doch noch irgendeine Anziehung für die Jugend. Man möchte sagen, ich war auch einmal bei der Landjugend, das ist natürlich schon eine Zeit her und es freut mich natürlich, dass meine Kinder und sage ich schon wieder, von den Jungbauernfunktionären und von den Jungbauern dementsprechend der Nachwuchs mit dabei ist. Der Nachwuchs in der Landwirtschaft im Außerfahren ist gesichert. Und was bedeutet überhaupt die Landwirtschaft und vor allem auch die Jungbauern-Landjugend für uns, für den Bezirk?
ja, im Bezirk, wir sind ja ein Bezirk mit 33.000 Bevölkerung, seit Jahren in etwa stabil, leicht wachsend. Nicht? Und ich glaube, das Wichtigste ist schon einfach, dass von Ehrwald bis Steg hinauf nach Schattwald eine funktionierende Landwirtschaft, eine flächendeckende Bewirtschaftung stattfindet. Dafür ist auch ein Garant die Jungbauern. Ich glaube, dass sie jedem Bauernhof die Jugend dementsprechend sich mit einbringen kann. Jetzt in dem Fall heute mal bei einer Festivität, die dazu gehört. Danke sagen ist ganz, ganz was Wichtiges. Und wenn man sich noch im Alltag wieder im Stall trifft, ist es besonders schön. Denkst du, dass es die Jungbauern einfach haben in der heutigen Zeit? Ich sage mal so, die Zeit ist, wie sie ist. Die Gesellschaft entwickelt sich mit. Es ist eine Tradition, Jungbauern zu sein. Die Landjugend in Österreich ist hervorragend organisiert mit Tausenden von Mitgliedern, oder? Und das, glaube ich, strahlt auch vom Inntal her, Tirol, zu uns ins Haus erfahren. Das ist die Basis, glaube ich, unserer Gemeinschaft. Ja, egal ob Tannheim, der Talkessel, Zwischentoren und auch das schöne Lechtal ist hier dabei und wirkt mit. Die Jungbauernschaft und Landjugend Elbingalb trifft soeben ein und wir sagen Griesenk. Ja, das freut uns ganz gut. Die haben ihren eigenen Musi mit dabei. Und so gehört es. So wird bei uns daheim aufgespielt, lieber Dorfer. Bravo! Obmann Johannes Schmid und Ortsleiterin Eva-Maria Stoll repräsentieren die Landjugend Lech Aschau. Herzlich willkommen! Ja, der Herr Wiedemann, ganz ein schneidiges Gesicht voran, nimmt das Ganze immer ernst. Und genauso soll es auch sein. Ein bisschen einen weiteren Weg haben die Lermoser hinter sich. Vielen lieben Dank fürs Dasein, liebe Lermoser. Ja, und wie gesagt, es nimmt nicht nur die Landjugend und die Jungbauern hier teil, Musikkapelle und Schützenkompanie. Wir haben auch die Brauchtums- und Trachtengruppe aus Höfen hier dabei mit Obmann Andi Knapp. Herzlich willkommen hier in Reute. Man sieht, liebe Zuseher, ganz ein Haufen Kinder sei dabei. Und das macht das Ganze schön ein wunderbares Bild hier in Reute. Und ganz zum Schluss hinten die ganz Kleinen, und die kriegen einen Sonderapplaus, liebe Zuseher. Kinder, ihr könnt ruhig ein bisschen winken, links und rechts. Wunderbare Bilder, wunderbare Eindrücke, wunderbare Impressionen bietet dieser Umzug. Und wir sind natürlich froh, dass wir das Ganze wieder ausrichten dürfen. Ja, ein bisschen ein Viech ist auch mit dabei, geführt von den Jungbauern Höfen, der Ortsgruppe Höfen, Ruhl-Antoni auf dem Traktor. Ja, auch eine sehr verlässliche Gruppe, eine starke Ortsgruppe mit vielen Aktivitäten das ganze Jahr. Ob das das Frühlingsfest ist, die Schafschi, die Jungbauern aus Höfen seien immer fleißig dabei. Obmann Wachter Matthias, gratuliere zu deiner Mannschaft.
Wir sehen halt einen wunderschönen Erntedankumzug mit festlich geschmückten Wegen. Wie wertvoll ist sowas für uns, für den Bezirk? Also natürlich als Vertreter der Marktgemeinde Reutte bin ich stolz, dass dieser Umzug bei uns in Reutte stattfindet. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, Erntedank macht einfach einen Sinn, weil es immer mit Dank oder mit Denken zum tun. Und ich glaube, wenn man daran denkt, wo kommen die Sachen her, was wir haben, was wir konsumieren. Ich glaube, gerade die letzte Zeit hat uns gelehrt, es ist ja wichtig, dass wir das so verbrauchen, was bei uns wächst. Und das ist, glaube ich, jetzt ein guter Anlass in Reutte mit dem tollen Umzug, dass man das so zelebriert. Bin ich der Jungbauernschaft sehr dankbar. Ja, und ich glaube, es ist schon gut, wenn die Jungbauern sich sorgen, weil man weiß oft nicht, wer sind die, wie viele sind die, was machen die überhaupt für uns? Das ist eine riesen Jugendorganisation, gerade im ländlichen Bereich. Und ich weiß, dass gerade in vielen Gemeinden von den Jungbauern und der Landjugend wahnsinnig viel ausgeht. Da werden vieles im Sozialbereich gemacht mit Senioren. Es gibt immer in den Gemeinden auch, wo es Aktionen gibt, wo sie als Nikolaus kommt, wo natürlich auch Feste gefeiert werden, wo aber auch ganz wichtig ist, die Dorfgemeinschaft zu stärken. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, die jungen Leute da im Dorf zu behalten und sie da auch zu begeistern. Ich glaube, das ist wichtig, gerade in einem Bezirk, wo wir doch im Verhältnis relativ viele kleinere Gemeinden haben. Ja, wir haben gesehen, es sind große und kleine dabei, also der Nachwuchs ist gesichert. Da haben wir so ganz kleine Stöpsel gesehen. Ich glaube, es ist immer noch attraktiv für die jungen Leute, so eine Organisation. Ich glaube, Tradition ist nicht nur das Verwahren der Asche, sondern das Weitertreiben des Feuers. Und um das geht es, glaube ich. Und wenn man Feuer hat und wenn man für was brennt, ich glaube, dann gibt es immer wieder einen Nachwuchs und junge Leute, die dann auch das wieder weitermachen. In einer anderen Form wahrscheinlich oft, natürlich in einer neueren Form, aber es weitermachen. Ja, und wie es ist gehört, schön in der Reihenfolge. Höfen ebenso. Auch eine tolle Ortsgruppe, die Weißenbacher Jungbauernschaft und Landjugend Weißenbach. Einen wunderschönen guten Vormittag hier bei uns beim Erntedankumzug. Grüß euch. Mit der Ortsleiterin Sarah Schröter und der Obmann der Alba Andreas. Jetzt sind wir beim Wagen von den Weißenbacher und Stella denkt doch einmal kurz vor. Ich bin der Fabian. Und ich bin der Tobi. Ja, sitzt ihr da auf dem Wagen, Tobi, und den auch wunderschön geschmückt. Wart ihr da dabei beim Herrichten? Also ich schon. Ich nein. Und wie lange habt ihr daran gearbeitet? So 2 Stunden. Wart ihr so flott? Sind ihr so viele in der Gruppe? Wir waren so 15. Da geht es natürlich schnell. Und hast du auch eine Bauernschaft oder bist du nur ein Helfer? Ich bin ein Helfer. Und wie hat denn jetzt heute der Umzug gefallen? Ganz gut. Ja, schon gut, ja. Wie fühlt sich das an, wenn man da oben mitfährt und alle Leute klatschen und winken? Freudig, dass wir es geschafft haben und dass es jetzt schief gelaufen ist. Dass das Wetter so schön mitspielt? Ja. Ja. Ja, ich bin mit dem Teufel gegangen, also das war auch richtig cool. Mir hat es gefreut, wenn die Leute hergeschaut haben und das. Ja, jetzt ist ein bisschen am Platz und das hat auch einen Grund. Weil jetzt wird es laut, liebe Zuseher, jetzt wer nicht Platz macht, der ist selber schuld. Jetzt kommen die Gaselschnalzer, Guido De Gasperi. Ich würde sagen, Manda, wenn ihr noch mal Zeit habt, vielleicht da am Grasenplatz auch noch mal einen Schnalzer rauslassen. Da habt ihr so viel Platz. Und es sind ja wirklich ganz ringsherum um den Kreisverkehr ein Haufen Zuseher. Lasst ihn sonst noch mal einen aus. Guido, geht noch einer? Das ist eine Ansage.
Ja, vergelt's Gott tausendmal, Guido mit seiner Truppe. Ein recht herzliches Vergelt's Gott. Ja, jetzt haben die anderen Gruppen ein bisschen warten müssen, was aber egal ist, denn das nächste Bild spricht auch wieder für sich. Und zwar die Jungmannschaft und Landjugend Breitenwang mit Ortsleiterin Lisa Hosp und Christian Wolf als Obmann. Herzlich willkommen, liebe Gruppe aus Heiterwang. Bitte stellt uns kurz vor. Hallo, ich bin die Lisa. Ich bin der Christian und wir sind die Landjugend Breitenwang. Die haben einen Ohrenschirr in den Wagen gehabt. Was sind hier heute alles dabei gehabt? Wir haben einfach mal so ein Brotzeitkörbler bastelt eigentlich, wo Wein drin war, ein bisschen Brot, also was man regional bei uns so einkaufen kann. Wir haben hinten natürlich ganz klassisches Rad gehabt, wo wir einfach viele regionale Produkte drinnen vorgestellt haben. Und anderem natürlich viele Blumen, was man bei uns bekommt. Und wir haben auch alte Gerätschaften von früher, die man hergenommen hat, wie so eine Hobelmaschine für ein Rotkraut oder Weißkraut, wie man das früher zubereitet hat. Und alte Krügel, wo man früher einen Wein rausgeschenkt hat. Also ja, wir haben uns sehr eigentlich ans Alte orientiert, wie es früher so war. War die Ernte hier erfolgreich? Haben wir ein gutes Bauernjahr gehabt? Ja, ich denke schon. Also bei uns sind mittlerweile nicht mehr so viele Bauern dabei. Aber ich denke, bei denen hat es ganz gut ausgeschaut. Darum haben wir ja das alle von ihnen gekriegt. Das heißt, bei eigentlich ist die Landjugend am Vormarsch. Genau. Wie viele sind hier? Wir sind ungefähr 50 Mitglieder, die angemeldet sind. Und ich sage mal, so aktiv dabei sind jetzt immer so 25, 30 Leute. Ja, für alle, die was auch ein bisschen motorisch interessiert sein. Es sind natürlich auch ein Haufen verschiedener Typen von Traktoren zu sehen. Auch schön diese Vielfalt, wie sie die Landjugend Wenge repräsentiert. Hallo, liebe Wenger! Grüß Gott! Da wird der Marsch gemacht, da wird presst, da gibt's Apfelsaft. Vanessa, ist der gut da zum Trinken? Ist in Ordnung? Also liebe Zuseherinnen und Zuseher, kostet's einmal. Aus einem Naturprodukt kommen sicher nur gute Sachen. Martin, wir haben einen Ohrenschirnenwagen präsentiert. Was haben wir dargestellt? Wir haben auf dem großen Wagen die Apfelpresse präsentiert, wo wir unseren selber pressten Apfelsaft presst haben gestern und dann haben verteilt haben am Umzug. Und auf dem Lauterwagen haben wir heute noch unsere Erntedankkrone präsentiert, die was wir schon bei uns in Wengle auf dem Erntedankfest bei der Kirche präsentiert haben. Das sehen wir eigentlich jedes Jahr und die haben wir jetzt heute auch mitgenommen. Vanessa, wie lange haben wir an den Wegen gearbeitet? Wir haben eigentlich zwei Tage haben wir eigentlich an den Wegen gearbeitet. Einen Tag eben für einen großen Wagen und heute haben wir die Krone noch geschmückt. Und ja. Und wie viele Personen sind hier in der Landjugend und heute am Umzug gewesen? Ich sage mir in der WhatsApp-Gruppe, da sind wir 52 Mitglieder zurzeit. Aktiv würde ich sagen, sind wir an die 30 Mitglieder und ja, ich sag, die Älteren, die kommen nachher oft einmal nur noch, wenn wir ein Festle haben oder so zum Helfen, aber ich sag, wir haben jetzt viele Junge wieder angeworben und das ist mal so eingeschworene Truppe wieder und ist richtig super wieder. Ja, ich nehme an, dass es eine tolle Sache ist, wenn man so ein junges, tolles Team hat, die da aktiv da noch mithelfen. Genau, also ist echt super. Auch die Jungen, die jetzt dazugekommen sind, sind auch immer aktiv dabei und ja, alles super. Ja, so begrüßt man die Leute in Tirol und zwar mit dem Hut. Der macht es gut vorne. Der Fahrer von der Jungmannschaft Pinswang. Obmann Markus Wörle und Ortsleiterin Janine Wörle, habe die Ehre, liebe Pinswanger. Die sind noch mit der Kurzhose drauf. So gehört sie, Burschen und Mädels.
Da kriegt man braune Haxe, so ist recht. Noch ein weiter wunderschöner Wagen mit der Kirche, das Ortsbild in Binswang dargestellt. Wunderbar. Ja, der Guido ist schon ein bisschen voraus. Der konnte leider nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Denn er wäre auf der zweiten Hochzeit nämlich beim nächsten Trupp wird auch vertreten, und zwar den Trachtenverein Elbigenalb. Grüß euch, liebe Dörfer. Die Lechtaler Tracht, natürlich auch eine ganz besondere Tracht, auf die jeder Träger und jede Trägerin sehr, sehr stolz sein. Und das merkt man, das sieht man auch. Und genauso soll es sein. Gefolgt von der Trachtenverein Elbigenalb, die Jungbauernschaft und Landjugend aus Boch. Unter der Leitung von Melissa Matti und Stefan Neubauer. Hallo und herzlich willkommen hier in Reute. Grüß euch, liebe Bocher. Gut, schaut es aus. Wir sehen heute einen wunderschönen Erntedankumzug. Ich nehme an, Sie sind ja in anderen Bezirken auch vertreten, aber wie gefällt Ihnen der bei uns in Reute? Ja, ich muss sagen, heute ist nicht nur das tolle Wetter, sondern es war wirklich ein toller Umzug, was sich die jungen Menschen sozusagen da an Arbeit, an Einsatz gezeigt haben. Ist ganz was Besonderes. Auch die verschiedenen Themen, die da dabei sind, also es hat wirklich, war für jeden etwas dabei. Und es hat schon einen Tiefgang, so ein Erntedankumzug. Heute ist ja nicht nur Erntedank, es ist auch Tag des Brotes, und das passt natürlich alles ganz toll beieinander. Und ich darf wirklich den Ortsgruppen, die heute vom ganzen Bezirk heute da dabei waren, wirklich nicht nur ein großes Danke sagen, sondern wirklich gratulieren zu ihrem Einsatz. Also man zeigt schon die Jugend, man muss sie nur arbeiten lassen, die bringt schon noch was weiter. Ja, und oft einmal weiß man so gar nicht recht, was machen die Jungbauern, die Landjugend, alles. Aber sie sind ein wertvoller Teil für uns, für die Bevölkerung, weil sie produzieren ja für uns. Ja, natürlich ist das die Jugendorganisation vom Bauernbund, aber ganz wichtig. Wir haben in jeder Gemeinde eine Jugendgruppe, die sich einsetzt für die Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man versucht, da in Zeiten, wo es schwierig ist, dass man zusammenrückt, und wenn junge Menschen Gemeinschaft pflegen, dann ist das ganz was Wertvolles. Und man merkt in vielen Gemeinden, wo die jungen Menschen sich zusammenfinden und was weiterbringen, und die machen ja ganz tolle Projekte, nicht nur Unterhaltungsprogramm für ihresgleichen, sondern die sind im sozialen Bereich, im kirchlichen, also es sind viele Bereiche unterwegs, und überall, wo sich junge Menschen engagieren, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Zukunft. Und für die Politik, also man hat ja jetzt gesehen, sie hat viel Unterstützung auch von der politischen Seite. Also dir stand zu den Jungbauern und zu der Landjugend. Wenn sie was brauchen, können sie sich an sie wenden. Auf alle Fälle, also für mich ist, nachdem ich selber aus dieser Jugendorganisation komme und weiß den Wert dieser Organisation, weil ich glaube, es kann uns nichts Besseres passieren, wenn immer wieder junge Talente nachkommen, die sich auch für die Gemeinschaft einsetzen. Und ich glaube, unsere Gesellschaft lebt von jenen Menschen, die sich auch für die Gemeinschaft einsetzen, die sozusagen die nicht irgendwelchen Egoismen frönen, sondern die versuchen, Menschen zusammenzubringen. Und ganz besonders wertvoll ist es, wenn eben junge Menschen zusammenfinden und die versuchen dann in der Gemeinde und auch im Land was weiterzubringen. Das Lechtal sehr stark vertreten bei diesem Umzug. Und ein Teil des Lechtals folgt dem Boch, und zwar die Landjugend hinter Hornbach. Wir sagen grüß euch und herzlich willkommen, liebe Jungbauern aus Hinterhornbach.
Und da hockt wieder ein schneidiger Zierhagelspieler oben und gibt sein Talent mit der Quetschen zum Besten. Ich bin Roland Kerle, Jungpaarobmann von der Landjugend Jungpaarenschaft Hinterhornbach. Ich bin Friedle Kamen, ich bin Obfrau-Stellvertreterin von Landjugend Hinterhornbach. Ja, und ihr habt ja auch einen wunderschönen Wagen. Was habt ihr heute alles präsentiert? Ja, wir haben das eigentlich kurzfristig gemacht. Wir haben Gott sei Dank mit unserer kleinen Ortsgruppe einen wahnsinnig schönen Wagen zurückgebracht. Wir haben natürlich das Thema Erntedank. Eine Krone mit Weintrauben, Kürbisse, das Übliche so. Aber ich bin ganz stolz auf unsere Truppe, was wir haben, dass wir einen so einen schönen Wagen in dieser kurzen Zeit zurückbringen. Und man sieht halt, wenn man zusammenhilft, nachher bringt man alles zurück. Also da möchte ich auch nochmal Danke sagen an alle Mitglieder. Haben wir einen super Zeug gebracht. Danke. Wenn du sagst, eine relativ kurze Zeit, wie lange haben wir daran gearbeitet? Eine Woche. Ist schon doch eine Weile, gell? Aber man sieht, der ist sehr aufwendig. Und wie viele Mitglieder habt ihr in der Gruppe? Wir haben, also aktuell, die aktiv sind, haben wir 10. 10 Mitglieder. Aber ich habe gesehen, in der Hand auch schon einen Nachwuchs drauf. Genau. Es kommt Nachwuchs. Eben. Es dauert halt noch ein bisschen, aber wir probieren sie auch schon ein bisschen mit einbeziehen, dass sie auch Freude haben, da teilzunehmen. Ja, und habt ihr noch Bauern auch, oder sind da alle schon Landjugend? Nein, es ist mehr oder weniger Landjugend. Der Patrick, der hat eine Bauernschaft daheim. Und wie du gesagt hast, der Nachwuchs, da möchte ich dem Lukas Danke sagen. Er ist eigentlich noch nicht bei den Jungpaaren, aber er hat uns mit der Steirisch gespielt, auf dem Hapal da drauf. Das war gewaltig und wir hoffen, dass sie alle nachziehen und auch aktiv sein. Und bei den 10 aktiven Mitgliedern muss ich dazu sagen, dass eigentlich alle der gleiche Haufen ist, nur 5-6 Leute, die da eigentlich arbeiten, und darum bin ich stolz, mit so wenig Leuten das wegbringen. Da kannst du wirklich stolz sein, weil die kommen aus einem kleinen Örtle, haben einen tollen Wagen, haben denk, die ganze Arbeit an und den weiten Weg auf ihn genommen, also Respekt, haben da gut gemacht. Jawohl, da möchte ich auch Danke sagen und wir können es glaube ich schon sicher lassen mit dem, was wir gemacht haben. Ja, wir hören die Glocken der nächsten Truppe, die Steger. Mit einem ganz netten Hitler hinter drauf. Und es ist fein zu sehen, wenn man die einzelnen Dörfer kennt, egal wie groß, wie klein oder dieses Dorf hat. Oder wie klein, eine Jungbauernschaft gibt es fast überall. Und auf das sind wir hier in Tirol, speziell auch hier im Außerfern, sehr, sehr stolz. Liebe Steger, grüß euch und habe die Ehre. Das ist ein schneidiger Zierhagelspieler. Herr Hechenberger, wir haben heute einen wunderschönen Erntedankumzug. Und vielleicht können Sie uns sagen, was bedeuten die Landjugend und die Jungbauern für uns, für die Bevölkerung? Ich denke, die Jungbauernschaft Landjugend ist also nicht nur die größte, sondern auch die aktivste Jugendorganisation im Land. Und wenn wir heuer wirklich in jedem Bezirk diese Erntedankumzüge feiern, dann ist es einfach ein Ausdruck der Wertschätzung, des Dankes an diesen guten Sommer, den wir gemeinsam verbringen haben, Kinder. Es war ein Sommer, wo also andere Regionen Europas massiv unter dem Klimawandel gelitten haben, mit Trockenheit und verschiedenen anderen Naturkatastrophen. Wir haben wirklich mehr oder weniger sehr viel Glück gehabt in Tirol, punktuell natürlich da und dort hat es was gegeben, aber im Großen und Ganzen ein sehr guter Sommer und deshalb ein großes Danke und deshalb bringen wir dieses entsprechend auch so sichtbar zum Ausdruck. Und man hört ja immer so Horrorszenarien, also der Strom wird knapp, das Gas wird knapp. Wie schaut es mit unserer Lebensmittelversorgung aus? Da haben ja die Bauern auch einen großen Anteil. Ja, es war so, die letzten Jahre haben wir uns natürlich schon unseren Wohlstand aufgrund billiger Energieimporte leisten können oder unseren Wohlstand aufbaut auf dem Ganzen. Und demgegenüber steht die Lebensmittelproduktion. Die Bäuerinnen und Bauern haben auch in Krisenzeiten
unter widrigsten Bedingungen Lebensmittel in ausreichender Menge und hoher Qualität produziert und werden das auch zukünftig tun. Und mir ist sowas wichtig. Also die Bevölkerung braucht überhaupt sich keine Bedenken haben oder keine Sorgen machen, dass wir nicht mehr ausreichend Lebensmittel hätten. Unsere Bauernfamilien produzieren rund um die Uhr, Tag und Nacht Lebensmittel in ausreichender Menge und hoher Qualität. Und das, denke ich, ist ein gutes Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir Infrastruktur im Land halten und nicht uns vom Import abhängig machen. Und wir können die Bauern natürlich unterstützen, indem wir dann ihre regionalen Produkte auch innerorts kaufen. Ich denke, also die beste Partnerschaft ist einerseits, dass Lebensmittel in der Region produziert werden und dann Lebensmittel in der Region von den Konsumentinnen und Konsumenten gekauft werden. Und es sind einfach viele Schlagworte, viele Themen momentan, die uns beschäftigen, auch das Thema Klimawandel. Auch wir können mit einem regionalen Lebensmitteleinkauf dem Klimawandel entgegensteuern, weil lange Transportwege von Lebensmitteln natürlich auch den Tour belasten. Und deshalb gibt es eigentlich nichts Gescheiteres, als wir Lebensmittel, die vorproduziert werden, auch fortkaufen. Ja, von Seiten des Umzuges her, liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, ist hier Schluss, aber das ganze Fest im Rahmen des Bergherbstes ist noch nicht vorbei. Kultur, Brauchtum, Kulinarik wird jetzt weitergeführt im zweiten Teil, und zwar beim Festzelt unten. Ja, danke schön, liebe Anna, dass du mir das auch gesagt hast. Der ganze Erlös, was heute hier erwirtschaftet wird, wird für einen guten Zweck gespendet. Und ja, und wie gesagt, von unserer Seite aus recht herzliches Dankeschön. Viel Vergnügen im Zelt. Macht es gut. Bis später. Auf Wiedersehen. Elisabeth, wie hat dir heute der Umzug gefallen? Ja, total gut. Also ich meine, bei dem wunderbaren Wetter ist natürlich immer ein Vergnügen, solche Veranstaltungen zu sehen und dabei zu sein. Und der Umzug war sehr beeindruckend, finde ich. Es haben sehr viele mitgemacht und haben sich auch vor allem sehr, sehr viel Arbeit angetan, weil jeder, der schon mal so einen Wagen gemacht hat oder dekoriert hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und das finde ich natürlich ganz toll und mein größter Respekt an die Veranstalter. Und du bist ja stolz auf unsere Jungbauern und Landjugenden? Ja, absolut. Ich meine, sie tragen wirklich wahnsinnig viel zum dörflichen Leben bei. In ganz Tirol und natürlich auch bei uns im Bezirk sind eigentlich nicht wegzudenken. Feiern, Feste sind aber natürlich auch in allen anderen Bereichen, wenn es irgendwie darum geht, die Hand anzulegen und irgendwo mitzuhelfen, mit dabei. Und deswegen sind wir natürlich sehr stolz auf die Jungbauern und Jungbäuerinnen, vor allem ich auch. Darf ich vielleicht als Frauenpolitikerin auch noch sagen, das gefällt mir auch so gut. Die Jungbauern und Jungbäuerinnen, die leben ja die Gleichstellung extrem. Da gibt es ja immer an Obmann und eine Obfrau. Und das finde ich ganz super. Da kann sich der Rest der hohen Politik auch ein bisschen was abschauen, finde ich. Ja, und weil du es erwähnst, man hat jetzt auch bei den Wegen viele Frauen gesehen. Also die sind da schon stark am Ruder. Ja, absolut. Gell? Die haben da genauso viel zu sagen wie die Jungs. Gell? Und natürlich, wenn es jetzt so um das Optische geht und um das Herrichten von den Wegen, denke ich mir mal, da sind sie auch sehr gefragt, weil sie natürlich da auch das Händchen dafür haben. Und jetzt gehst du auch noch ins Zelt ein bisschen feiern? Ja, also die Philomena und ich, wir gehen jetzt auch noch ins Zelt und gehen mal schauen, was es zum Essen und zum Trinken gibt. Und lass es uns noch ein bisschen gut gehen und freuen uns schon drauf. Wir haben einen wunderschönen Erntedankumzug und ich nehme an, du bist ganz stolz auf deine Jungbauern.
Ja, das stimmt. Ich bin ganz fest stolz auf meine Jungbauern. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viele schöne Wagen und wie viele schöne Fußgruppen das da gewesen sind und wie sie in unserem Bezirk gezeigt haben. Wir haben Besuch aus Innsbruck gehabt und ich glaube, die haben auch gestaunt, dass unsere jungen Leute so aktiv sind und dass sie so viel auf der Lauer bringen, dass sie so eine gute Gemeinschaft haben. Nach der schwierigen Zeit, die wir jetzt gehabt haben, merkt man schon ein bisschen, dass es jetzt wieder eine andere Luft geht und sie haben sich für ihre schönste und beste Seite gezeigt und es sieht so richtig, es macht dann glücklich als Bezirksbäuerin, wenn man sieht, dass so viele junge Leute nachkommen, die von dem so überzeugt sind und die das so gerne machen, ja. Und ich vermute mal, dass du ganz besonders stolz auf deine Tochter bist. Natürlich bin ich stolz auf meine Tochter, ja. Ich habe drei Kinder und alle drei sind in der Landwirtschaft tätig und Zara ist also sogar noch ein bisschen so eine Quatschtante, weil die anderen arbeiten lieber im Hintergrund. Aber ja, ich finde, sie macht das ganz gut und es freut mich und es ist einfach wunderschön zu schauen, wenn die jungen Leute so viel Elan haben, ja. Ja, sie hat ja, glaube ich, wirklich einen großen Teil von der Organisation gemacht und ich werde dann heute Abend glücklich sein, wenn alles glatt über die Bühne geht. Ja, wir treffen uns alleweil um 5 Uhr morgens und um 12 Uhr nachts. Eine geht und die andere kommt. Also ich bin die, die nachts schläft und sie ist die sogar am Abend noch voll aktiv ist, aber es ist sehr viel Arbeit und es ist sehr viel Verantwortung und es geht eben auch nicht alles glatt und das merke ich nachher auch, wenn sie nachher eben ein bisschen fertig ist. Aber ich glaube, heute nachts können wir glaube ich stolz sein. Also wenn jetzt nichts mehr kommt, können wir ganz fest stolz sein, dass das auch wieder gut umgegangen ist und dass so viele Leute an dem Freude haben können, was die jungen Leute aufstellen, weil ja, es macht Mut für die Zukunft, nicht nur für Bauern, sondern auch für die, die als Gäste jetzt eben heute da gewesen sind, weil sie super gute regionale Lebensmittel gekriegt haben, wie sie verkostet worden sind und weil eine lässige Musik spielt und weil wir uns heute wettertechnisch auch von der schönsten Seite zeigen können. Mhm. Und Elke, du bist Bezirksbäuerin und für alle, die jetzt nicht wissen, was ist da deine Aufgabe? Also als Bezirksbäuerin bin ich zuständig für die Frauen im Bezirk, die wo Landwirtinnen sind oder die wo Bäuerinnen sind. Bei uns sind es meistens Nebenerwerbsbäuerinnen, die vielleicht einen Vermieterbetrieb auch noch haben oder einen anderen Beruf zu schaffen und die wo noch Familie zum Verwalten haben und so. Und ich bin die wo das Wissen, was es Neues im Land geht, innebringt im Bezirk und auch die um die Sorgen und die Probleme, die was es im Bezirk gibt bezüglich der Landwirtschaft und so, die es ins Land ausgetragt. Und die Bäuerinnenorganisation, die heuer ihr 60-jähriges Jubiläum feiert, die zeigt sich eben schon als ganz, ganz wichtige Institution für die Frauen, dass sie eben Unterstützung kriegen in der Weiterbildung zum Beispiel oder dass sie verschiedene Standbeine neu aufbauen können, damit der Beruf der Bäuerinnen attraktiver bleibt und damit weiterhin viele Frauen und eben die Jungbauern nachher Lust kriegen, um in der Landwirtschaft tätig zu sein. Und wie hast du das im Gefühl, machen die Bäuerinnen das gern? Haben die Freude an ihrem Beruf? Ja, also jetzt haben wir gestern gerade in einer Studie erklärt, dass 97% von den Altbäuerinnen das wieder die hatten und von den jungen Bäuerinnen, dass sie ganz überzeugt den Beruf ausgesucht haben und das wieder hatten, was sie da eben angereist haben, obwohl es eben sehr viel Arbeit ist und ja, manchmal, also mit oft einmal vielen Herausforderungen verbunden ist, aber ja, sehr, also fast alle finden, dass es ein super Job ist, auch wenn er schwierig ist. Ja, Kirch, jetzt ist es leider schon wieder vorbei mit dem Erntedankumzug, aber er war wunderschön, wie hat er dir gefallen? Ja, was mir auch so gut gefällt, ist einfach die Vielfalt. Gell? Es ist echt irgendwie, sei es ähnlich die Waage und dächtig gleich, aber ich glaube, ja, wir haben gute Eindrücke gesammelt für die Zuseher. Du hast gute Interviewpartner geholt. Das ist nämlich auch eine Behetzerei, gell? Das weißt du. Aber wohl, im Großen und Ganzen, mir gefällt seine Veranstaltung sowieso gut. Ja, und ich glaube, wir können richtig stolz sein auf unsere Landjugend und Jungbauern, weil
Wir sind ein kleiner Bezirk und haben doch so tolle Veranstaltungen immer. Ja, und das ist das eben, was man heute gelesen hat bei einer Fahne. Die Jugend ist die Zukunft. Und ich habe es heute schon während dem Umzug gesagt, die Zukunft ist gesichert. Das sieht man. Vielleicht durch einen anderen Jungbauer entscheidet sich echt vielleicht einmal ein Viech daheim sich inzentieren und es geht ja auch um die Gemeinschaft. Und ich bin selber bei der Jungbauer gewesen, ewig lang, bis man nur darf, gell? Bis man nur darf, weil es einfach fein ist. Man kommt zusammen, miteinander ein bisschen reden und die ganzen Feste, das ganze Jahr, das ist einfach super. Du, und bei der Trachtengruppe Höfen, da ist ja auch gleich dein Bruder dabei, gell? Das sind wirklich viele gewesen. Und da ist der Nachwuchs bis ganz auch her, also ganz kleine sind schon mit. Ja, das machen die Höfener echt irgendwie gewaltig. Die Maria und die Beatrice, die machen das auch super bei der Trachtengruppe. Und da hat man jetzt auch die Jungen dazugeholt, die ganz die Kleinen, wie du siehst. Und wenn du da jetzt selber zuschaust als Papa, also, da hat man schon einen besonderen Stolz. Und ich glaube, mir allein ist es heute nicht so gegangen, sondern wenn man da sein Kind da mitgeht, sieht, hat man schon Gaudi. Ja, und vor allem kann man sich unglaublich begeistern für das. Wenn sie sagen, die Erwachsenen sind damit Leib und Seele dabei, nachher packt so die Klonen. Also ist meine Meinung. Ja, ist auch wie ein guter Mix zwischen Jung und Alt. Und so soll es auch sein. Die Erfahrenheit von der Älteren kombiniert mit den Jungen, mit dem Enthusiasmus, ja, mit dem jungen Wilden, ja, da kann leider was Gutes rauskommen. So ist es. Es war wunderschön, ein traumhaftes Wetter haben wir erwischt und ja, das war's mit unserer Ehre aktuell Sondersendung. Wir freuen uns auf nächste Woche und lassen uns überraschen, was es dort zu entdecken gibt. Stopp, Gabi. Was? Es ist zwar jetzt Ende, aber mir geht's schon ins Zelt, oder? Aber das müssen wir ja niemand sagen. Nein. Ja Gott, es bleibt unter uns. Ich darf sagen, Pferd denk. Ciao.